Das heißt, mein Ziel auch mit diesem Online-Kurs ist, die Friedensbewegung zu stärken. Hallo. Und dann, als ich einen anderen Blickwinkel auf das genau gleiche Thema eingenommen habe, habe ich plötzlich gemerkt, in meinem Kopf vernetzen sich die Neuronen, dass die ganzen Nervenzellen neu. Ja, vielen Dank. Damals ist mir aufgefallen, dass am 11. September nicht zwei Türme eingestürzt sind, sondern drei. Vielen Dank. Danke. Da sieht man ja zwei Flieger, die in zwei Türme reinfliegen. Ja. Und das ist wieder so ein Moment. Als Forscher versucht man möglichst genau die äußere Welt zu beobachten, weil die äußere Welt beeinflusst die innere Welt. Also die innere Welt, das sind unsere Gedanken und unsere Gefühle. Ja, vielen Dank. Und was ich dann erlebt habe, und das ist halt meine persönliche Geschichte, ist, dass ich diffamiert wurde. Ja, die amerikanische Botschaft in der Schweiz hat interveniert und hat gesagt, Herr Ganser verbreitet Verschwörungstheorien. Vielen Dank. Das heißt, Kennedy selber hat sich über etwas aufgeregt, von dem er nicht wusste, dass es die USA auch getan hat, nämlich Atomraketen an die Grenze sozusagen des anderen Landes zu stellen. Und da habe ich etwas begriffen. Es kommt sehr darauf an in der Geschichte, wann man einsetzt. Und darum ist mir ein Wort ganz wichtig und das heißt Menschheitsfamilie. Ist also niemand jetzt auf dem Planeten, der nicht dazu gehört. Vielen Dank. Diese Haltung der ich bin ohnmächtig, ich bin nur Opfer der Umstände, wird auch gerne erzählt, um die Leute schwach zu halten. Aber sie stimmt nicht.